Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Dragon Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn du hier neu bist, nichts mehr mit Trading verpassen willst, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, Freunde. Let's go! Wenn du noch exklusive Trading-Tipps direkt auf dein Handy haben möchtest und die Tipps der Videos ein paar Stunden früher haben willst, dann komm sehr, sehr gerne in meinen Top 100 Trading-Discord, wie du hier reinjoinen kannst. Ist relativ einfach. Mit einem Twitch Prime ist das sogar kostenlos. Hast du das nicht, ist natürlich gar kein Problem. Kannst du natürlich auch einfach bei meinem Twitch-Kanal einen normalen Sub da lassen oder auf YouTube Mitglied werden und dann verknüpft ihr natürlich Twitch mit Discord und könnt automatisch reinschauen, seid innerhalb von 1-2 Minuten in meinem Top 100 Trading Discord. Wer da Interesse hat, kann das auf jeden Fall machen. Du bist noch auf der Suche nach PSN-Karten, Spielen oder sonstiges für deine Konsole, dann check sehr, sehr gerne meinen Partner Eneba aus. Erster Link der Videobeschreibung, sehr, sehr günstige Preise. Gönnt euch. Ja, Freunde, dann haben wir den ersten League am Start für eine neue SBC. Wir bekommen wieder eine Flashback-Karte von Cristiano Ronaldo. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was Ronaldo so kosten wird. Vor 2 Jahren haben wir, glaube ich, schon mal so eine Karte. Hat die damals so um die 250.000 gekostet. Ich gehe auch davon aus, dass die deutlich billiger ist wie die Messi SBC. Ich gehe mal so zwischen 200.000 und 300.000 aus. Er ist natürlich schneller wie die Goldkarte, aber hat dafür deutlich weniger Schuss. Muss man sich natürlich schauen. Das sind die offiziellen Stats der Karte. Muss mal schauen, was die Karte kostet. Ich gehe auch davon aus, dass diese Karte dann nur 3 Sterne Bigfoot bekommt. Muss man natürlich schauen, was die Karte dann kostet und Preis-Leistungs-Verhältnis, das sagt. Dann gehen wir wie immer in die UV-Liste rein. Ihr seht hier 31 Verkäufe. Ich habe jetzt 3-mal angeboten. Geht auf jeden Fall absolut klar. Ich würde auch sagen, wir bieten die restlichen Objekte, die sich nicht verkauft haben, wieder an. Bale habe ich euch ja empfohlen, für 60k zu investieren. Ihr seht jetzt meine laufen immer pro Tag, ich sag mal so 4-5 Stück raus, ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Lautrup habe ich mir auch mal 2 Stück für die Liste mitgenommen, habe ich für 49.000 mitgenommen, pro Karte ungefähr um die 4.000 gemacht, geht absolut klar. Cola habe ich für 38.000 mitgenommen, ihr seht, ich habe hier für 43, 44 und 45.000 circa die Karte verkauft, ja, was hier natürlich ein Gewinn ist. Von nur, muss man echt sagen, nur 3K, hier 4K, hier 5K, überall 1K nochmal extra draufgeschlagen, schmeckt auf jeden Fall. Jungberg habe ich geholt, ich glaube für 57, haben wir auch ungefähr 3-3,5K pro Karte gemacht. Berardi, den ich euch auch im letzten Video schon empfohlen habe, auf die UV-Liste zu packen. Simon hier kriegst du für 28.000 super UV-Karte, genauso wie hier der gute Navas, der ja auch super UV-Karte ist. Bentancur kriegst du für 33.000. Auch den habe ich im letzten Video als Invest gegeben, den Rainer für 13.000 könnt ihr den investieren. Ist jetzt auch mittlerweile schon bei über 14.000 und haben wir hier sogar für fast 17.000 verkauft. Schmeckt auf jeden Fall. Donovan haben wir auch, ich glaube, für 16 geholt oder 16,5 haben wir für fast 20 verkauft. Sané für 23 verkauft. Smith Rowe für 25 verkauft. Schlotterbeck für 17,5 verkauft. Ich glaube, Schlotterbeck kostet 15,5. Nochmal ein Sané verkauft. Coit haben wir hier verkauft. Der ist auch ein bisschen gestiegen, werde ich jetzt nicht mehr nachkaufen. Ich würde euch auch empfehlen, die Karten, die so teuer sind, jetzt nicht mehr nachzuholen. Hier nochmal ein Rainer. Ich habe die ja für 13k die meisten geholt. Auch hier für 15,7 einer weg. Weil wer sehr, sehr gut verkauft, Korea, Chiara, der sehr, sehr günstig ist, 17.000 aktuell, wirklich wahnsinnig, wie günstig der ist. Witzel könnt ihr für 11.000 kaufen, Vasquez so um die 30.000, man muss sich so vorstellen, man zahlt ungefähr bei den Vasquez auch 1,5 an Gebühr, haben wir 2.000 Gewinn gemacht circa, hier nochmal ein Witzel weggegangen, also Witzel vielleicht so eine Karte, du kannst eigentlich kein Minus machen, wenn du den ein paar Mal auf die Liste die gönnst, so Karten könnt ihr euch natürlich mehrmals holen, wenn ihr sagt, oh, ich kann jetzt nicht so oft anbieten, weil ihr wisst das ja, wenn ihr gerade jetzt bei Freitags, wenn ihr so teure Karten holt wie ein Vasquez und heute als Abend kommt als Beispiel ein Gavi, könnte der natürlich sinken, gehe ich jetzt nicht von aus, da wahrscheinlich ein Gavi bei 300.000-500.000 liegen wird und ein Vasquez ja nicht in der Annäherung des Preises liegt. Akanji verkauft und Delufeo, ja, hier haben wir noch ein paar Bales, die Liste habe ich euch ja komplett gezeigt im letzten Video, was ich aktuell drauf habe auf der Liste. Ich habe natürlich wieder Karten nachgeholt,
zeige ich euch natürlich, werden wir wieder gemeinsam anbieten. Viele feiern das. Ich hoffe, ihr feiert das Video wieder, Freunde. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben wieder. Kommt heute Abend auch sehr, sehr gerne in meinem Twitch-Livestream vorbei. Heute Abend machen wir sehr, sehr viele Packs von euch auf. Ich denke, sehr, sehr viele haben Packs angespart. Ich habe auch 300k Packs angespart. Eins aus dem Season Pass, 2 von Rivals Rewards. Ich hoffe, dass wir da die ein oder andere nice Karte ziehen können. Ihr seht, wir haben 39 Plätze frei. Ich habe jetzt nur 31 Karten nachgekauft und ja, den Smaller Rack habe ich nicht mehr doppelt, habe ich in die Orsich SBC abgeschickt und ja, wir gehen hier durch, welche Karten ich gekauft habe, für wie viel ich sie reinstellen werde, seht ihr immer. Ich gucke immer, dass ich mit so Special Karten 2k mindestens pro Karte mache, das so immer mein Ziel, 2k pro Karte. Mit den billigen kannst du auch mit 1k zufrieden sein, aber mit so einer Karte, meiner Meinung nach, sollte man mindestens um die 2000 Gewinn machen. So stelle ich die immer rein, dass ich 2k Gewinn mache. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich will 2,5k Gewinn machen, setzt euch da immer ein eigenes Ziel. Oder wenn ihr merkt, oh, die Karte geht jetzt hier so besonders gut weg, da könnt ihr natürlich auch 3000 Aufpreis machen, aber wenn ihr merkt, oh, der geht nicht so gut, bleibt ihr natürlich bei den billigeren Preisen. Ich denke mal, das sollte klar sein. Ihr könnt euch die Karten 1:1 so nachholen. Ich glaube, wenn ihr die komplette Liste so wie ich bauen wollt, braucht ihr ungefähr 2,5 Millionen. Ja, geht klar. Wenn ihr weniger habt, schaut meine Low-Budget-Videos, da zeige ich das natürlich immer. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viel Budget ihr aktuell am Start habt, dass ich so Bescheid weiß. Wollt ihr nochmal vielleicht eine günstigere UV-Liste, dass ihr sagt so 300, 500k oder eine Millionen-Liste? Schreibt das gerne in die Kommentare, dann werde ich da im nächsten Video drauf eingehen, wenn ihr sagt, ey Onkel, ich habe nicht so viel Coins, dass ich eine 2-Millionen-Liste oder 2,5-Millionen-Liste bauen kann. Dann mache ich das natürlich. Müsst ihr nur in die Kommentare schreiben, hier, der geht auch wirklich sehr, sehr gut, obwohl der keinen Verein hatte. So wird das ja wahrscheinlich bei Ronaldos Karte, SBCs Karte auch sein, dass er keinen Verein haben wird. Das heißt, man kann ihn theoretisch nur mit Portugiesen linken. Und ja, es gibt jetzt nicht so viele starke Portugiesen, muss man sagen. Du musst entweder mit einer Icon gehen, da gibt es nur Eusebio, Rui Costa und Figo. Meiner Meinung nach nur Eusebio brauchbar und du willst keine 5 Gold Portugiesen spielen, weiß ich nicht. Also bin ich echt mal gespannt, wie das ablaufen wird oder ob er vielleicht doch noch irgendwie, ja, sagt, er wechselt. Aber ich glaube, das zählt dann erst ab Januar. Ja, keine Ahnung, falls das jemand genau weiß, wie das gemacht wird, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Hier Thielemans, wichtig als ZM holen, sonst könnt ihr nicht so gut UV verkaufen. Hier haben wir natürlich auch wieder mit den Position Changes gearbeitet. Haben wir hier den guten Bonucci, auch wirklich eine Top-UV-Karte, wie oft ich den schon verkauft habe, Wahnsinn. Haben wir hier Barella nachgekauft, für 32 biete ich den an. Haben wir hier einen Donovan verkauft, den haben wir eben für, ich glaube, 20.000 circa verkauft. Ich glaube sogar nur 19,5, aber ich mache jetzt mal 20,5, weil wenn ich rausgehe, erhöhe ich gerne mal den Preis. Wenn ich natürlich merke, oh, Karten gehen jetzt nicht so gut weg, gehe ich natürlich ein bisschen runter, ja, aber so 1-2k bei den günstigeren sollte man schon Gewinn machen, eher sogar mehr, ne? Ihr könnt auch übertreiben und noch mehr machen, 5k, aber dann werdet ihr natürlich weniger verkaufen und wenn ihr weniger verkauft, ist das natürlich frustrierend. So, und das wollt ihr natürlich nicht, deswegen stellt ihr so rein, dass ihr ja, 1k mindestens Gewinn macht, eher 2k, müsst ihr natürlich wissen, wie ihr sagt. Wenn ihr sagt, ihr wollt jede Stunde nachkaufen, könnt ihr natürlich auch so reinstellen, dass ihr 1k pro Karte macht. Das ist dann auch super. Habt ihr dann wahrscheinlich pro Stunde eure sogar mehr Verkäufe wie ich. Ich habe so im Durchschnitt 10 Verkäufe, dann habt ihr wahrscheinlich so 15, an guten Stunden sogar 20 Verkäufe. Dann musst du halt gefühlt wirklich jede Stunde nachkaufen. Wer da Interesse hat, kann es natürlich dann so machen. Aber ich stelle die Karten immer so rein, dass ich ja Richtung 2000 Münzen circa Gewinn mache. Hier den Valverde stellen wir für 375 rein. Schlotterbeck ist ein bisschen gestiegen, stellen wir auch rein. Man muss jetzt sagen, klar, das ist jetzt, wenn man das jetzt hochrechnet, ist es jetzt nur 1800 Gewinne. Also ist nicht knapp, ist es nicht ganz genau 2000, aber so ungefähr, wenn ihr ein bisschen drunter seid oder ein bisschen drüber, geht das vollkommen klar, wie ich finde. So stelle ich die Karten dann auf jeden Fall rein. Haben wir hier einen Petri am Start. Könnte interessant sein, wenn der Gavi vielleicht ein paar Mal gepackt wird, dass die Leute den Petri dann vielleicht auch einbauen. Ist eh SBC-Futter, deswegen kann man nichts verkehrt machen. Haben hier den Mertens am Start, der auch wirklich super läuft. Hier der Rainer, ich habe den sogar jetzt ein paar Mal nachgekauft. Ihr seht das hier. Warum? Weil er immer geht. Also der geht wirklich so oft weg, wer Platz auf der Liste hat.
gönnt euch ein paar Rainers. Ich könnte mir eigentlich auch noch ein paar mehr holen, weil ich habe noch einige Plätze frei auf der Liste. Hier haben wir sogar einen ZM bekommen. Wenn ich die Position Change bekomme, mache ich natürlich extra nochmal 2k mehr, weil Position Change ca. 2000 Münzen kostet. Deswegen mache ich da dann immer nochmal 2k ca. Aufpreis. Ich denke mal, sollte klar sein. Hier nochmal eine Geringverdienerkarte. Läuft aber auch wirklich sehr, sehr gut, dieser Robertone. Machst du auch immer deine 2k Gewinn. Läuft wirklich sehr, sehr gut. Hier noch den Bruno Guimarães am Start. Machen wir auch so, dass wir 1500 Gewinn machen. Geht absolut klar. Ich glaube, sogar 1750 machen wir bei dieser Karte. Haben wir hier noch einen Hincapie leider nicht als Innenverteidiger bekommen. Deswegen werde ich den jetzt nicht so teuer reinstellen. Den versucht ihr den als bitte als Innenverteidiger zu snipen. Ich habe den jetzt leider als Linksverteidiger bekommen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte den als Innenverteidiger bekommen. Haben wir hier noch Traoré, auch eine absolute Geringverdienerkarte. Für 2k mehr circa stellen wir den rein. Haben wir hier den Marosovic, auch eine gute Karte. Am besten natürlich gucken, dass ihr den als RV bekommt, aber habe ich jetzt nicht bekommen. Deswegen, ja, habe ich natürlich einfach so mitgenommen. Haben wir noch Rüdiger am Start. Die Goldkarte von dem geht auch wirklich wunderbar. Und dann noch eine Karte, wo vielleicht viele denken, oh, die geht bestimmt doch gar nicht gut weg. Und man muss sagen, das ist wahrscheinlich einer der, ja, underratedsten Karten aktuell, der wirklich bei mir pro Tag locker 4, 5 Mal rausgeht für 3, 2, 3k Aufpreis. Also Bergwin geht wirklich auch wunderbar bei mir auf der ÖV-Liste. Kann ich nur jedem empfehlen, euch auf die ÖV-Liste zu packen. Und ja, Freunde, das wäre es dann so gewesen, schon mit dem heutigen Trading-Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da auf dem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.